Hallo ihr Lieben, ich habe euch heute ein bisschen Post, ein bisschen Angel Babies Post mitgebracht von der lieben Susanne. Sie hat mir nämlich eine schöne Blumenkarte mit dem Paket zusammengeschickt. Liebe Julia, ich habe mir endlich die Zeit genommen, euer tolles Projekt zu unterstützen. Das sind meine Prototypen und wenn die okay sind, mache ich noch mehr davon. Vielleicht kannst du mir schreiben, ob ich was verbessern kann oder es so okay ist. Liebe Grüße an dich und deine lieben Susanne. PS, du kannst meine Sachen gerne zeigen. Danke, danke, danke. Liebe Grüße auch an dich zurück. Ich mag Karten sowieso sehr, ne? Also handgeschriebene Karten. Und die hier ist aber von Ikea. Das ist echt schön. Freue ich mich sehr. Mag ich sehr, sehr, sehr. Aber eigentlich geht es ja heute nicht um mich, sondern es geht heute um die Spenden für die Angel Babies. Und das wollen wir mal zusammen auspacken. Genau. Und als erstes sehe ich hier ein wunderschönen, einen wunderschönen Schlafsack oder so eine Art Bucksäckchen mit Erinnerungsstück. Das ist natürlich super schön in passender Wolle, dass da auch gleich ein Erinnerungsstück dabei ist. Und Knöpfen, ganz, ganz vielen Knöpfen. Auch in passenden Farben grün und weiß. Also das ist zum Beispiel ein perfektes Beispiel für neutrale und sehr helle Farben. Also besser kann man es gar nicht machen. Und dann kann man hier die Knöpfe aufmachen. Und hier drin sieht man ganz gut, ich hoffe, ihr seht das auch auf der Kamera, dass es doppellagig ist. Das ist zum Beispiel auch sehr, sehr toll. Also das empfehle ich euch unbedingt zu machen, wenn ihr es macht, dass ihr das doppellagig macht. Das habe ich bei mir im Verlauf auch mitbekommen, dass es einfach viel, viel besser ist, weil es einfach viel besser dicht hält und stabil hält. Ja, also absolut cool, absolut schön. Gehäkelt mit Baumwolle, das ist natürlich auch sehr, sehr toll für die Kliniken zum Reinigen, falls ihr das mal auch mit hohen Graden sauber machen wollt. Das ist jetzt bei Angel Babies nicht unbedingt notwendig, weil die Kleidung ja nur einmal angezogen wird. Aber falls sie es dann doch vorhaben, aus welchen Gründen auch immer, wenn sich mal ein Anlass ergibt, kann man das machen. Also echt sehr, sehr schön. Und hier noch mit einem Marker dran. Super cool. Mit einer Kapuze. Das würde ich jetzt in die Größe schon L einstufen. Das ist schon recht groß. Dann haben wir die mittlere Größe in Gelb und Weiß. Auch ein Pucksäckchen. Und sehr schönen Holzknöpfen als Sterne. Also sehr, 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 sehr schön. Ja, ich bin begeistert. Ein Stern als Erinnerungsstück. Auch sehr cool und doppellagig. Auch hier seht ihr, es ist doppellagig. Ja, fantastisch. Also ich würde sie gar nicht mehr als Prototypen bezeichnen, sondern als perfekte Beispiele. So, dann haben wir hier nochmal, das ist ein Pucksäckchen, nochmal in Weiß und Lila. Auch sehr, sehr tolle Farben gewählt, einfach perfekte Farben. Hier mit einem Stern als Erinnerungsstück. Und auch hier Sternchen als Knöpfe. Doppellagig. Perfekt. Ich kann mich nur tausendfach bedanken. Auch hier, das ist so, wenn ihr das seht, die mittlere Größe. Das ist so eine M. Dann haben wir hier noch ein paar Beigaben. Hier ist ein Stern drin mit einem Regenbogen gefüllt. Auch sieht einfach wunderschön aus hier mit Augen. Also ich vermute mal Sicherheitsaugen und dann einen Mund aufgesteckt. Voll schön, also total schön. Und das gleiche nochmal, ein bisschen anderen Farben. Guck mal, wie schön das ist. I love it, love it, love it. Das ist schön. Zwar nicht für mich, aber ich liebe es sehr. Und dann habe ich hier noch eine Decke dabei. Im Farbverlauf, hallo. Sehr schön. Perfekt. Kann man wirklich nichts sagen, perfekt. Ich würde jetzt vielleicht sogar sagen, es ist ein bisschen zu groß für den Anlass. Also es muss so groß, muss es gar nicht sein. Ich würde es jetzt schätzen, es ist mal 1 Meter mal 1 Meter. Dennoch kann man das natürlich verwenden. Ne? Decken sind perfekt. Die kann man in allen möglichen Situationen verwenden und immer verwenden. Auch selbst, wenn sie zu groß ist. Weil man kann sie auch falten. Man könnte sie jetzt zum Beispiel so nehmen. Dadurch ist sie dann ja auch nochmal doppellagig. Und man könnte das Baby da auch nochmal einwickeln zum Überreichen. Oder einfach nochmal zum Ruhen.
allgemein oder als Unterlage. Also wie gesagt, das ist jetzt nicht unbedingt jetzt eine Kritik. Also das ist jetzt nicht irgendwie falsch. Man kann, also wir werden die selbstverständlich spenden. Die Größe ist auch gut, aber halt perfekter wäre es ein bisschen kleiner. Also ich würde vielleicht, würde ich sagen, die decken so ungefähr maximal, ja, was haben wir denn hier? Weiß nicht, vielleicht 60 cm so. Ich denke mal, das sollte auf jeden Fall reichen. Mehr braucht ihr gar nicht. So mehr ist das. Aber das ist echt, das ist einfach wunderschön. Kann man nichts sagen. Eine tolle Decke. Gehäkelt in Stäbchen. Ja, eigentlich als Granny Square, ne? Ganz, ganz simples Granny Square und auch von den Farben her sehr passend. Zwar in der Mitte ein bisschen dunkel, es ist nicht ganz lavendig, aber also perfekt. Perfekte Farben, einfach auch neutral. Kann man für Jungs und für Mädels benutzen. An dieser Stelle für alle, die Angel Babies noch nicht kennen, den Link findet ihr in der Infobox. Und wenn ihr uns da unterstützen wollt, würden wir uns sehr, sehr freuen. Also entweder wenn ihr selber handarbeitet. Aber wenn ihr das nicht wollt, müsst ihr das natürlich nicht. Ihr könnt auch einfach das teilen und berichten, dass es diese Aktion gibt und dass man da helfen kann. Oder einfach an jemanden weitergeben, der vielleicht für so etwas handarbeiten möchte. Da sind wir euch ebenfalls sehr dankbar. Und an dieser Stelle Dankeschön fürs Einschalten. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Und lieben, lieben, lieben Dank, Susanne. Es ist einfach eine perfekte Spende. Ich bin dir sehr, sehr, sehr dankbar. Bis zum nächsten Mal.